Guten Morgen! Ein neuer Mäuseländertag hat gestartet und ich packe jetzt mal meine Adventskalender aus. Und Avilu, das ist so ein fliegender Handschaum von Streamy Hands und das ist voll cool. Baby Blocksberg und Milka, kommt mit! Das ist ein cooler Baby Blocksberg-Anhänger! Juhu! Baby Blocksberg kann fliegen! Yeah! Und es ist ein Haus drin, lecker! Dafür können wir jetzt gleich auch frühstücken. Mein Papa hört sich so an, als ob der jetzt gerade ein Brötchen holen geht. Und ja, dann sehen wir uns später wieder. So, ich habe mich jetzt hier angezogen. Ich habe immer noch meinen Lockenkopf hier drauf. Den Christmas-Pullover angezogen, den wir kitschigen. Und, also, ich laufe hier schnell durch meine ganzen Sachen. Ich klingel. Jingle Bells, Jingle Bells. Ich kann nicht singen. Also, hier muss ich gleich noch aufräumen, weil da ist mein Adventskalender, mein Pullover. Guckt euch einfach mal an, wie es hier aussieht. Hier kann doch keiner rein. Wir müssen gleich noch alles für meine Geburtstagsparty vorbereiten. Also, ich hatte ja schon Geburtstag auf meiner Freundin, die gleich kommen. Ob ich das stellst du nicht scharf? Für meine Freundin, die gleich kommen. Und irgendwas habe ich im Socken. Warte mal. Jetzt geht's wieder. Und ja, dann muss ich jetzt leider mal aufräumen. Ich hasse aufräumen. Es sei denn, es macht Spaß. So, bevor es jetzt gleich mit Dekorieren meiner Party losgeht, mache ich jetzt hier noch einen leckeren Smoothie für mich und meine Mama und meinen Papa. Ich habe da jetzt, also ich mache gerade Frankensaft, habe ich da Bananen, Apfel, Kiwi hatten wir leider nicht mehr und gleich kommen da noch Chiasamen rein. Die muss ich aber noch gleich unten aus der Schublade holen. Wir kein richtiges Mittagessen, weil wir hatten ja das Frisurvideo gemacht und jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Vitamine getankt. So. Heute Nachmittag habe ich ja meine Kindergeburtstagsparty, die fängt gleich um 17 Uhr an und geht bis 21 Uhr. Und meine eine Freundin, die übernachtet dann auch noch hier. Eigentlich wollte ich ja von Anfang an die Übernachtungsparty machen, nur so viele Leute waren dann doch ein bisschen viel. Und deshalb übernachtet nur eine Freundin hier. Und jetzt muss ich mal den Deckel drauf machen, damit hier nicht alles wegfliegt. Und eben mal hochklettern und den einstecken. So, Achtung, Ohren zu halten. So, zum Schluss tue ich dann immer noch ein Tröpfchen Ahornsirup drauf. Das macht dann immer noch zu dem Geschmack lecker. Und das klingelt das Telefon, als ob gleich. So. Ich mache jetzt mal die Süßigkeiten auf für die Pinata, die ich jetzt befülle. Oh, wir haben so kleine Minis hier gekauft. Also so Mini-Sachen, die sind hier alle drin, die fülle ich dann mal in die Pinata hier rein. Wir müssen mal gucken, wo wir die gleich aufhängen, weil es ist ja schon so dunkel. Und da müssen wir gucken, wo die dann da aufgehangen werden kann. Ich glaube, wir müssen die sogar hier drin aufhängen. Da freut sich mein Papa schon. Aber wir gucken einfach, ob wir es auch draußen schaffen. So Leute, wir haben uns jetzt doch entschieden und backen jetzt Eismuffins. Backen wir Waffeln. Hat gerade ein bisschen verheddert, immer die Zunge hat einen Knoten. Nee, meine Zunge hatte einen Knoten. Nee, ein Knoten war in meiner Zunge. So, jetzt. Oh, die Sonne kommt sogar raus. Oh, Schappe, heute kommt die Sonne raus. Yay, extra für meinen Geburtstag. Wir haben gerade noch ein paar schöne Fotos gemacht. Und ein Foto haben wir mit meiner Instax-Kamera gemacht. Tada! Bin ich. Hab mich jetzt umgezogen, weil gleich, wenn alle Freundinnen in einem Raum sind und wir halt auch, also ich, dann wird das ein bisschen
enger drin. Also nicht eng, sondern warm. Deshalb habe ich mich jetzt umgezogen und den süßen Elch-Pullover hier angezogen. Ich wollte eigentlich meine Wishlist-Pullover anziehen, aber nee, hab doch über den angezogen. Und ja, dann haben wir jetzt... Oh, schaut mal, das schöne Weihnachtsbild. Ja, das haben wir auch schon aufgemalt. Ich glaube, das habt ihr ja schon mal ein, zwei Mal gesehen. Und meine Freundin übernachtet ja hier. Ich werde sie mal fragen, ob meine Tormatsche übernachtet. Oder ob ich darauf schlafen will, sie mal mein Bett schlafen will. Und mein Bruder ja da war. Also vor dem Tag, wo wir nach Berlin geflogen sind, habe ich auch auf der Matte geschlafen. Das war voll cool. Deshalb frage ich sie, ob sie auf meinem Bett schlafen will. Und ich in der Matte. Also in der Matte. Auf der Matte. Und ja. Puh, das war's. Ich freue mich schon voll auf Muffin, Waffeln backen. Wir backen ja gar keine Muffins mehr. Ich sage immer Muffins, weil die meisten Leute backen Muffins oder Kuchen, halt nicht Waffeln. Und wir spielen gleich noch. Ich habe mir überlegt, spielen wir, wer bin ich? Also, wenn, falls ihr es nicht kennt, das ist, da klebt man dem anderen so einen Zettel an den Kopf. Und da steht ja zum Beispiel, ich mache es jetzt in der Wildlands Edition, zum Beispiel Tannenbaum drauf. Und dann muss man halt erraten, muss derjenige erraten, den Zettel oben hat, wer man ist. Dann machen wir halt noch so Weihnachtsdiskurse, also mit so peppiger Weihnachtsmusik. Tanzen wir dann. Wenn die Musik angehalten wird, muss man halt irgendeine Weihnachtsfigur darstellen. Zum Beispiel ein Weihnachtsbaum oder irgend sowas. Muss man halt sich so spitz an den Kopf halten. Leute, ich habe ja mal diese Seifenblasen von meinem Baby Blocksberg Kalender. Habe ich mal, okay, vor einer Woche vielleicht oder vor 5 Tagen ausprobiert. Und ich sehe gerade eine Spitze. Von meinem Kissen, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ist immer noch so eine Seifenblase. Das ist weg. Die war da immer noch in, im Flur kleben, wahrscheinlich auch noch welche. Also, keine Ahnung, ob im Flur noch welche kleben, aber die halten echt lange und ich finde die richtig cool. Und ja, dann gehen wir jetzt mal dekorieren. Yay! Ich liebe ja, etwas zu dekorieren oder organisieren. Schreibt mir in die Kommis, ob ihr das auch so gerne mögt. So, wir haben jetzt schon ein bisschen angefangen, den Tisch zu dekorieren. Ich verteile jetzt nur für die Knallbonbons. Und die Tischdecke und alles, die Knallbonbons und sowas, haben wir alles bei Heber gekauft. Nur die Pinata ist von woanders. Ich habe übrigens die Haare zusammengebunden. Das hängt gleich beim Dickmanns Bettessen. Im Dickmann, das wäre nicht so gut. Und jetzt fangen wir an mit dem Verteilen. Oh, das sieht schon so lecker. Oh, ich bin schon ganz gespannt, wenn die erste Waffel fertig ist. Ich hoffe, die wird jetzt gleich mal fertig. Ist nämlich immer noch nicht auf grün umgesprungen. Aber doch, die kannst du jetzt mit der Waffel. Aber die kann ich jetzt schon rausholen. Leider nicht so viel vloggen, weil die Kinder, also meine Freundinnen, dürfen ja nicht auf YouTube und deshalb wird heute Abend erst der Shoutout wieder gemacht, obwohl meine Freundin bei mir übernachtet, aber das gibt's für euch und ja, dann bin ich mal gespannt. Oh, die Waffel ist fertig. Nee. Ah, nee, so. Ich dachte schon. Es ging wirklich sehr schnell sonst. So, ich habe jetzt hier eine Dickmanns-Pyramide gemacht. Schaut mal. Ich hoffe, das bleibt auch so. Sieht das schön aus, oder? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Mami. Happy Birthday to you.
So, meine Geburtstagsparty ist jetzt vorbei leider und meine Freundinnen sind auch schon gegangen. Nur meine Freundin ist noch hier, die bei mir übernachtet. Und für euch gibt es jetzt noch das Shoutout of the Day. Mal sehen, wer heute gegrüßt wird. Mein Geburtstag fand ich übrigens richtig cool, weil, also, was wir da gemacht haben, weil wir haben da voll witzigen Spiele gemacht. Meine Freundinnen sind immer so witzig. Jetzt gibt es aber erstmal das Shout. Und zwar geht das Shoutout of the Day heute an Fan M&M und L&M Meiten, oder? Ja, Meiten. Ich habe aufgegeben, aber mit diesem Kommentar möchte ich es ein letztes Mal versuchen. Bitte, Mavi! Ihr braucht nicht aufzugeben. Irgendwann kommt ihr bestimmt mal dran. Und du hast es heute geschafft, Fan M&M und L&M Meiten. Und ja, dann bin ich jetzt müde von der Party und beginne jetzt auch mal ins Bett und schlafe morgen hoffentlich lange aus und kann auch lange morgen ausschlafen. Morgen ist ja Sonntag und wir wollen vielleicht Brötchen holen, aber vielleicht lassen wir das auch mein Papa lieber machen. Aber wir gucken mal, ob wir lieber früher aufsteher sind. Und für euch sage ich dann schon mal Tschüss, bis morgen!